Übrigens, ein Hallöchen und wunderschönen guten Abend auch hier über YouTube, denn wir sind gerade im Stream an einem Donnerstagabend, genau, so um 21:30 Uhr, ich sag mal so, eine Stunde verspätet eingetroffen, weil noch Sushi zu machen war und ist immer noch so. Also, ja, ich hab mal Sushi gemacht. Und ja, also wir sind das im Stream, wir sind in Albion Online und das Große, wieso ich jetzt eigentlich einen Stream mache und nicht irgendwie wieder Videos, ist, dass das Ding einfach so ein... Man kann nicht jeden Tag ein Video machen und das raushauen, das geht aber nicht. Übrigens, ja, keine Ahnung. Und das ist echt so doof. Oh, super, das funktioniert. Also, ich habe heute wirklich eine kleine SSD gekauft für, mit 250 GB. Für die Aufnahmen. Und morgen kommt natürlich die große für, halt für Game und so, damit es auch eventuell hier nicht mehr. Keine Ahnung, ob das wirklich an Game liegt oder nicht, aber er druckelt halt teilweise, ne? Und das, übrigens, ich habe nichts mehr im Inventar. Damit sie doch vielleicht irgendwann eine Runde farmen gehen. Und hallo, Endwife. Willkommen irgendwann wieder zurück aus der guten Landschaft. Und ich weiß nicht, warum das Spiel hier so ruckelt. Also hier ruckelt es extrem, so viele sind hier. Unfucking fassbar. Entschuldigung für die Ausdrücke, aber es ist nun mal so. Es ist nun mal so. Und das Spiel hat wirklich. Ich kann sich einmal beschreiben, was da teilweise wirklich. Das Spiel an sich ist extrem geil, aber weil es so viele, die das sagen, in letzter Weise. Ja. Tagsüber ist es nicht spielbar, am Abend geht's. Aber ansonsten ist es echt doof. Und wir müssen. Übrigens, das ist ein ganz feiner und kleiner Skilltree. Ja. Ein kleiner und feiner Skilltree. La 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 la. Extrem klein. Nein, riesengroß eigentlich. Extremst riesengroß. Ja, und das spielen wir heute. Eigentlich könnte ich mal zurückgehen wieder. Ich durfte, denn ich will eigentlich die Gildeninsel zeigen, denn es ist ja so. Oh, Setvi, hallo und herzlich willkommen im Club der Schwarzen Nächte. Und ich weiß, wieso ich jetzt extrem lang lad, weil ich keine Ahnung warum. Siehst du, es lädt teilweise so lange. Es ist halt das Problem, dass DDoS-Attacken immer noch rumfliegen und irgendwo noch, keine Ahnung. Das hat ein Problem. Und ja, wir sehen hier überhaupt die Gilde. Übrigens, mein Mitbewohner ist hier auch schon drin. Ja, weil er spielt auch Albion Online. Und, jo, wir heißen oder ich oder wir dann am Schluss heißen oder aktuell heißen immer noch, wir können es glaube ich nicht mehr ändern, der Stammtisch. Und das soll auch wirklich vom, was? Soll wirklich vom, vom Ganzen auch wirklich der Stammtisch sein und auch als Gruppe und auch als Firmament des Guten und Bösen. Oh, guck mal, ich habe zwei noch die. Ah, guck mal, ich habe Sachen verkauft. Cool. Das zeigen alles noch heute. Das kommt alles noch, das, wir werden alles eh mal kennenlernen. Ist ja schnurzig. Guck mal, wie viel Inventar habe ich? 4000, nichts. Na gut. Übrigens, das ist meine Privatinsel. Die muss man auch ausbauen, denn alles hier braucht Essen. Futter, guck mal hier. Der hier zum Beispiel, unser King und König, unser Hafen, naja. Der braucht auf jeden Fall auch Essen. Guck mal hier, der braucht Nahrung und hat irgendwie noch 409 im Inventar. Das reicht. Aber, ja, wir brauchen auch Nahrung, wir brauchen alle Leute hier Nahrung. Es gibt grundsätzlich gesehen, vom Bauen her auf der Insel, fast alle, wirklich alles, das du auch eigentlich brauchst. Nur du musst es immer upgraden und auf die etlichen Stufen, die du hast. Es ist sehr viel am Anfang. Man blickt teilweise wirklich nicht durch. Oh. Nun, du kannst auch mit Reitigen nicht machen. Das ist übrigens ein Feld, das ich hier bewirtschafte, also wirklich bewirtschaften muss. Ertragsbonus durch Gießen 133. Was? Hey! Und das kann auch mal manchmal passieren. Das echt doof. Was ist jetzt los? Backt Server wieder rum? Wehe, jetzt geht Server da. Was, der Server crasht wieder? Oh. Wenn man mal spielen will. Das ist Vorführeffekt. Ganz kleiner Vorführeffekt. Siehst du? Man wird rausgeschmissen. Schau mal kurz nach, was hier. Oh, kacke, ich hab nicht mal. Nö, scheint alles eigentlich cool zu sein. Wie doch, ich sag's doch, die. Es gibt Leute, die haben zu viel. Ach, zu viel. Irgendwas. Es kann nicht sein, dass es immer die doch Attacken gebe hier. Oh, guck mal. Wir kommen wieder rein. Oh.
Okay. Genius. Ist der Server wieder mal down? Server ist down. Yay. Man will mal was aufnehmen, dann geht's wieder schief. Kacke hier, echt kacke. Das ist sauer hier. Ja, ich weiß, ich bin hier. Du, aber nach dem tausendsten Mal funktioniert es vielleicht. Oh, zum Glück. Funktioniert wieder. Irgendwas haben die im Busche. Irgendwas, so. Euch hier so ein Level. Nee. Nee, Kinders, nicht schon wieder. Was außer Reichweite. Ich hier oben rüber. Immer nur eins. Da gibt's immer nur, hier gibt's immer nur eine zusätzliche Weizen-Saat. Da muss man echt mal eine Runde kaufen hier. Aber na gut, wir sind hier nicht da, um zu meistern, denn wir meistern hier nicht. Wir meistern hier schon zuerst mal das Level hier. Wir müssen Möhren, Samen oder besser suchen. Wir haben jetzt hier schon Level 11 von 12. Also, nee, von 100, ne? Und ihr seht hier schon für die Belohnung Level 1 haben wir hier Rübensamen freigeschalten. Und jetzt haben wir schon Kohlsamen freigeschalten. Und Level 30 schalten wir dann Kartoffelsamen frei und dann Maissamen und Kürbissamen. Als Stufe 100. Hier drüben haben wir, ich glaube, was anderes hier, ne? Ist irgendwie irgendwas anderes und das, naja. Und dann haben wir hier oben, wenn wir hier dann Level 100 haben, dann geht es nämlich weiter, dann können wir das hier nämlich pflanzen. Kürbis, ah ja, sind wir Kürbissamen, ne? Und so weiter und so fort. Okay, es ist wirklich, ich habe den Twitter-Account von denen abonniert. Oder. Irgendwie die Musik ist echt ein bisschen doof, muss ich sagen. Sorry, die Musik ist echt ein bisschen doof. Ich schaue wieder die eigene Musik an hier. Das ist viel, viel, viel angenehmer hier. Viel besser. So, wir haben natürlich wieder unsere guten alten Samen, die wir haben. Also nicht guten alten, aber naja. Gut, wir platzieren immer einfach nur drei oder so, weil wir brauchen von den anderen auch mal ein bisschen Sachen. Und das läuft eigentlich auch. Das ist auch eigentlich ein Teil von Elven Online. Das ist eigentlich schon der wichtigste Teil, weil alles braucht Nahrung. Das ist logisch und dementsprechend auch nachvollziehbar, hoffe ich. Denn, wenn zum Beispiel. Oh, hallo Niklas. Hätte ich mal einen Stream von dir? Ja, das kommt selten vor, aber es kommt vor. Ja, und eben zum Beispiel jetzt alles irgendwie, ich sag mal so. Wenn man mal auf unserer eigenen Insel in dem Sinne irgendwas haben, das jetzt, sag mal, ein Schmied oder irgendwas, was noch Sachen mit halt zu einem günstigeren Preis oder sogar kostenlos verfeinern und alles würde, also Upgrade und pipapo, die wollen halt Nahrung haben. Ich muss Möhren sammeln, ja, Möhren. So, und natürlich alles, guck mal hier, wir könnten hier voraus in den Sammeltrag 0, mit Gießen gibt es glaube ich 100 oder 200, bei denen gibt es 200, genau. Bei denen geht es 200 los. Das andere wird Jahre dauern teilweise. Aber es dauert wirklich auch echt Zeit, aber das Spiel ist auch wirklich so programmiert, dass man eigentlich nicht, ich sag mal so, das ist, es kostet am Anfang was, aber es ist um immens, besser als so viele Free-to-Play-Titel, die ich sonst noch gespielt habe. Ja, ich bin auch mal wieder da, aber ich bin leider auch gleich wieder weg, weil ich am im Urlaub bin. Oh, cool, Urlaub, supi, cool. Ja, gut. Wir haben jetzt, guck mal, 57%, ne, wir alleine, ja, guck mal, weil wir alleine haben eine Tragekapazität von 188. Wenn wir unser Schlachtross, unser Ochse mitnehmen, haben wir plötzlich ein Tragegewicht von 1700. Das aber nicht normal. Das ist abnormal. Und das ist der billigste Ochse, den man finden kann, ne? Also nicht irgendwie so ein riesen Mops-Ding irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir das so machen sollen. So. Oh, guck mal, hier können wir mehr machen.
Und wir sind so schlau. What the fuck? Wir können es auch noch untersuchen und bekommen dadurch auch noch mehr Ruhm, ne? 1900. Uiuiui, das geht aber hier wirklich. Wir leveln einfach hoch. Oh, das haben wir schon Level 1. Cool. Warte jetzt. Wie jetzt? Wo? Wie? Hier. Wir können jetzt also irgendwelche Ziegen-Sandwich und hast nicht gesehen, bla bla machen. Aber das Problem ist im Ganzen, den müssen wir upgraden. Der müssen wir upgraden, aber ich mache das nicht hier. Denn das sind meine Privatinsel und das eigentliche Problem der ganzen Sache ist, auf der Gildeninsel kann man keine Felder bauen. Das heißt, wir müssen sogar Privatinseln errichten und die bewirtschaften, natürlich nur mit Feldern, damit wir auch wirklich was zu futtern haben. Denn die, wie schon gesagt, die Arbeiter wollen natürlich Futter haben und das geht uns auch auf die Klötze. Ja, und das ist unser, so gesehen, unsere Gildeninsel vom Stammtisch, die eigentlich jeder hier joinen könnte, der auch einen Account hat. Und übrigens, das ist eigentlich die Bank, die Gildenbank, aber die sind die Inventar, also die Inventar-Dinger sind getrennt. Also wir haben nicht einen insgesamten Ding, da müssen wir eine zusätzliche Kiste platzieren, die im Haus dann platziert wird. Aber das ist völlig anderes dann. Ja, hier haben wir natürlich wunderschöne Sachen. So, guck mal, das packen wir hier rein, das poppen wir hier rein und das kommt da und ich. Kommt dort und das kommt hier hin. Ja. Und wir haben jetzt in der ersten Ausbaustufe der Insel, man kann die ausbauen, 6 Ausbaustufen, genau, haben wir hier das übrigens das erste, erste Haus, beziehungsweise die erste, das erste gibt. Fick dich! Fick dich ins Knie! So richtig hart! Man kann nicht mal irgendein bisschen spielen bei diesem Kackding, ey. Das reicht. Sie können natürlich nichts dafür, wegen DDoS-Attacken, aber. Es nervt schon. Nervt ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen, aber es geht vorbei. Glaube ich. Eventuell. Ich hasse es, wenn es so lange. Aber gut, so ist nochmal das Spiel. Und guck mal, das. Ja, naja. Und das könnte hier wirklich sein. Es gibt sogar eine Internetseite mittlerweile, die das den Status anzeigt. Online Status. So. Nee. Warte mal, was auf Twitter? Ja, es war, es war auf dem Discord-Server von denen, ne? Okay, das dauert eine Runde. Wann hab ich das denn gesehen? Irgendwann 14 Uhr, 17 Uhr? Ja, cool, keine Sonderbildung mehr. Ja. Nicht 18 Uhr, irgendwo 17 Uhr, 16 Uhr darum, ne? Also, ihr seht es gar nicht, aber ich suche kurz einen Link. Das ist größer, das geht. Oh Mann, das wird man hier nie loswerden. Ist scheiße, wenn wir was machen, wenn es funktioniert nicht. Es ist wirklich kacke hier. Ich hoffe, der Stream am Samstag wird besser. Naja, man darf ja auch ein bisschen, noch am Anfang, das Spiel noch ein bisschen Release anfangen, aber ich noch ein bisschen Macken am Anfang, aber das kriegen wir irgendwie doch irgendwie, wann, dann irgendwann hin. So. Ich hab das nicht mehr. Shit. Ich hab das vor 2 Tagen auch gehabt, dass ich irgendwie 10.000 Mal an und dann ging's irgendwann wieder. Keine Ahnung, wieso. Sorry für euch da draußen, sorry für dich. Ich kann dann auch nichts ändern. Ich bin nicht Gott. Oder doch? Nein, bin ich nicht.
Es ist zum Heulen. Zum Hundemelken. Das kann nicht sein. Und jetzt, wenn wir hier wieder reinschauen, haben wir wieder rausgeschmissen, ne? Ist es so. Was? Nicht? Oh. Cool. Na gut, das ist unser Haus hier. Also unsere kleine Gildenhalle. Die upgraden wir schon zur Stufe 2. Hier brauchen wir noch über 400 Steine. Ich glaube, das machen wir in dieser Episode. Also in diesem Ding halt, ne? Das machen wir hier übrigens. Hallo, Soul Networks. Willkommen im Clubby. Ja, ich glaube, es machen wirklich jetzt mal ein bisschen Steine farmen gehen, denn wir haben ja eh nichts mehr im Inventar, also im tragbaren Inventar, so rum meine ich das. Und das geht natürlich klar, ne? Und wir reisen natürlich wieder nach Deadford. Und ich hoffe. Die Server laufen rund. So, ich glaube, nein, so rum. Übrigens, das ist die Map, ne? Also, das ist die Map, ne? Das sind die Gebiete, ne? Und wir sind jetzt hier und wir wollen hier nach oben und dann hier nach. Das heißt, wir müssen wirklich nach oben. Und das ist nicht eine kleine Map, das ist ein Riesending. Wer das noch nicht gezockt hat, das ist ein Riesending. Das, was ihr hier seht, ne? Das ist das kleine Ding hier. Es ist riesengroß. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt da lang gehen sollen. Oder da lang gehen sollen. Wir brauchen Stufe 3 schon. Das heißt, hier gibt es Stufe 3. Übrigens, was hier blau, gelb, rot und dann hier oben noch schwarz erleuchtet ist. Dass hier oben, hier unten eigentlich friedliches Gebiet ist. Hier oben ist Kampfgebiet. Und hier kommt man auch nicht irgendwie rein. Hier muss man wirklich einen Ort haben oder irgendwie was. Ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wer da oben hinkommt. Oder noch nicht, muss man so sagen. Und eben, blau heißt friedlich, gelb heißt, ich glaube, man kann irgendwie in den Tar fliehen, wenn man stirbt, aber auf jeden Fall, man kann angegriffen werden. Und rot heißt, man wird richtig in den Arsch gefickt oder so ähnlich. Und schwarz dann eben noch schlimmer. Aber nichtsdestotrotz, wir reisen jetzt mal gut zum Steine farmen. Und das wird ja auch mal, das darf man auch mal machen. Man muss es nicht machen, aber wir haben ja so eine riesen Ochse und da kann man mal teilweise Sachen mitnehmen, die wir so eigentlich nicht mitnehmen würden. Weil, ja, es dauert ja manchmal, ne? Wir brauchen kein Leder. No. Weiß. Ich bin in keinem Allianz-Modus, Kampf-Modus. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht da. Und weg bin ich. Oder so ähnlich. Oh. Hier geht's lang. Ich depp. Naja, ich habe echt nichts zu trinken dabei und ich bin riesenfroh, habe ich jetzt ein SSD. Denn das werde ich nicht mehr. Na gut, mit der Hardware hat es auch funktioniert, aber morgen kommt noch die große an und das wird dann alle Spieldaten rüber kopiert. Ich hoffe, ich habe genügend Platz. Und das übrigens ist, ja, das ist die Dame vom Hause. Nee, das ist aber ein Gebiet. Man weiß, das Gebiet, das ist voll Schnee. Und hier gibt's Erze, Steine, hast nicht gesehen. Ja. Und das brauchen wir auch. Bis die Hände glühen. Und wenn wir alleine spielen hier gerade, passiert grundsätzlich ja nicht viel anders. Und daher möchte ich, dass du da draußen dem Stammtisch auch joinst. So auf Deutsch gesagt, ne? Mal kurz schauen. Ja, wie klar. Übrigens ist auch so ein Ding, wenn du als Spieler jetzt halt in der Gilde bist, kann man Gildensteuer erreichen. Das ist nicht dafür da, dass die Leute, die Obersten so gesehen, das Geld für sich einsacken, sondern halt somit quersubventioniert wird. Das heißt jetzt die Ausbaustufen und irgendwas von der Gildeninsel wird damit finanziert, mit diesem Geld hier, was hier ist. Und das wird auch ausschließlich nur, wenn Mitglieder beim Aufheben von erbeutetem Silber, also wenn du zum Beispiel Mobs gekillt hast oder so, hat ein NPC oder so, der Geld gibt oder irgendwas,
Dann kommt 5% übrigens Steuer bei wirklich hier von bis 100, glaube ich. Ja, komm, mach was man will eigentlich. Und das ist ein Gemeinwohl. Man hat 5% weniger Einnahmen. Jetzt bei mir eingestellt. Also ich habe es auch eingestellt, aber standardmäßig eingestellt, 5, genau. Und ich denke mal, das ist ein guter Durchschnittswert. Ist ja knapp, ein bisschen, sagen wir so, 8% ist die Mehrwertsteuer in der Schweiz und da haben wir 5%. Wir können 8%, aber und wir farmen jetzt eigentlich auch nur so. Das ist ein Großteil des Spiels. So leid es mir tut, das ist es. Das ist es echt. Und das ist, angenehm. Oh. Das ist übrigens ein kleiner Gegner. Wenn wir den zu nahe treten, wird er uns umhausen und dann wird er erste Stufe 3 in sich bergen und somit können wir das auch abernten, ne? Kupfer erste Stufe 2 sieht man an diesem Symbol hier und auch das Kupfererz so gelben leuchtet, ne? Das ist ein Indiz dafür, dass es ein Kupfererz ist. Und ich find's cool, das Spiel hier. Ich muss echt mal ein bisschen trinken. Und eigentlich müssen wir... Nein, kein Rohstein. Das ist Rohsachen in Stufe 1. Die kann ich persönlich... kann wahrscheinlich vielleicht so 3-4 Minuten gebrauchen vom Spiel. Und dann ist es weg. Aber Dinge gibt es echt zuhauf. Und die Spieler wollen das auch. Also auf dem Markt, der wirklich nur von Spielern so geleitet wird. Oder halt Marktwirtschaft, offene Marktwirtschaft. Dass man kann jetzt Sachen anbieten, die andere kaufen wollen und so. Und das wird teilweise wirklich recht günstig verkauft. Aber halt, immer die Masse macht das Geld, wie auch immer. Oh, es kommt keine Musik. Wir sind, glaube ich, schon so lange auf der Welt. Also auf dieser Welt hier, ne? Angenehme Stille hier. Oh, nichts mehr passiert. Bam, 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 bam. Jo. Ich glaube, im Stream ist sehr wenig los. Ich weiß nicht, wieso hier relativ wenig zuschauen. Eigentlich haben sie angekündigt, ne? Und wollten irgendwie 10.000 dabei sein. Aber irgendwie, irgendwann hat sich das anders ergeben. Ich bin auf jeden Fall hier. Und ich wäre eh hier gewesen. Einfach ohne Aufnahme und ohne nichts. Und hast nicht gesehen. Aber das ist ja auch nicht so was man erreichen will, ne? Was wir eigentlich machen ist sammeln, wenn wir alleine sind. Wenn du da draußen wirklich reinkommen willst, dann werden wir zum Beispiel Dungeon-Kämpfe machen. Hast nicht gesehen. Und unser Gear natürlich upgraden. Wir können dann, wir können dann Gebäude drauf platzieren, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal nur, ein Weber, ein Werkzeugmacher, ein Schmelzer, eine Reparaturstation, irgendwas da, man kann mal draufpappen und dann haben wir das auch und müssen nicht zahlen. Denn, es ist jetzt so, es gibt natürlich eine Stufe von Sachen, ne? Also, hier guck mal, bis zur Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, Stufe 3, also man Steine, Holz, Kriegsschmied, also natürlich Waffen, Werkzeugmacherei, wir können auch hier irgendwelche Pferde upgraden, haben wir nicht ganz verstanden, aber Nutzungsgebiet ist überall 0%, weil das hier bis zur Stufe 3 ist es, soll das kostenlos sein, ne? Und jetzt ist es so, dass wir in diesem wunderschönen Großstadt hier, ja, alles von Leuten geleitet haben, also nicht irgendwelche NPCs. Und wenn wir uns mal anschauen, die Benutzungsgebühr ist hier zum Beispiel 25%. Das heißt, wir müssen zusätzlich, wenn wir Sachen haben, 25% dazu zahlen. Das ist nicht so ganz geil. Aber na gut. Übrigens die Zeit unten. Warte mal kurz. Wie ging das nochmal? Ach du heilige Scheiße. What the fuck? Logisch habe ich schon schlechte Mühen, wenn die Server in Amerika stehen. Oi, oi, oi.
Also am Rechner habe ich hier 5 bis 6 Millisekunden und das Spiel sagt mir 100. Klar, wenn die Server irgendwie in Nordamerika sind und so. Oder halt in Amerika. Übrigens, hallo, Schneemann. Halt, ohne S geschrieben, aber Schemann. Oder Schemann? Keine Ahnung, sorry. Ich bin teilweise ein bisschen durch. Fortwerfen das Zeug. Obwohl, man könnte es auch gebrauchen. Man kann es ganz billig verhökern. So, und das ist eigentlich schon das Größte der Macht. Wirklich, man kloppt. Weil es schon 23. Uiuiui. Ja, man kloppt einfach nur Steine. Grundsätzlich gesehen, ne? Das ist am Anfang halt, und wenn man alleine ist, auch ein bisschen doof. Klar, man muss sehr viel alleine machen. Wenn man im Team arbeitet, dann geht es natürlich viel schneller. Und ist auch eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Ich will ja auch eigentlich dich dazu animieren, hier auf dem Stammtisch Discord-Server, beziehungsweise Discord-Gilde, wie man das nennen darf, mit beizutreten und somit ein Teil des wuseligen Spiels aus dem Norden sein. Also wir sind gerade im Norden, ne? Da sage ich ja so. Ja. Hallo. Und nur als Information. Nicht, dass ihr irgendwie erschreckt oder so, aber heute geht es leider nur bis 10:30. Samstag ist eine andere Geschichte. Da werde ich, ich glaube, am Nachmittag anfangen und bis abends irgendwie, sagen wir so, 6-7 Stunden streamen. Wir sie dann auch aufnehmen und das auch hochladen, aber heute geht nicht wirklich so lang und das tut mir echt irgendwie leid, wirklich leid, das ist echt ein bisschen doof, aber es geht nicht weiter oder geht nicht anderweitig, so muss man sagen. Und oh, was ist das hier für ein was, zwei Möppe hier, da bin ich dafür, da bin nichts dafür gewachsen, nichts dafür gemacht. Trigger hier. So ein Ashi wird mir doch gerade helfen. Twitch Desktop App ist hier? Was war denn das wieder? So, wir machen einen kurzen Fight raus. Dann können wir auch hier wieder ein bisschen absahnen, denn den trägt auch. Ich sag mal so, der trägt auch was mit sich, denn das ist Stufe 3 Erz. Das sieht man im lila Rand, der hier trägt, und das ist Zinnerz. So. So, haben wir ihn ausgeerntet. Hier ist nachgewachsen, ist nachgespawnt. Ist so. Boah. Nicht schlecht. Und wenn wir nicht im Kampf sind und wenn wir nicht PvP anhaben, dann heilen wir auch wieder. Mit dem Essen, das wir eigentlich hätten, würden wir auch so heilen, aber wir brauchen es nicht unbedingt. Und ich gehe jetzt gerade hier, ich weiß, links und rechts haben wir was, aber ich bin auf dem Weg zu einem weiteren wunderschönen Lokal hier, Stufe 4. Da haben wir auch, wenn ihr hier oben mal rechts mal schaut, haben wir hier Steine Stufe 2 bis 4. Und wir brauchen 3. Das heißt, hier auf der Insel, oder auf dem Gebiet hier, ist Stufe 3 Stein recht selten, da es die höchste Stufe ist. Wenn wir mal schauen, 2 bis 3. Das heißt, wenn wir Stufe 2 bis 4 haben, ist Stufe 3 Stein viel höher angesiedelt, beziehungsweise viel mehr erreichbar. Ja, Moment, nehmen wir das Zeug. Na gut, nehmen wir mit. Ist kein Problem. Ist jemand? Da soll doch gegen Schoren bleiben, er soll weg. Husch, husch, ab ins Körbchen. Da muss man nicht mal hinhalten. Lege voll eine. Na gut. Und es ist echt doof, dass wir so einen langen Ping haben hier wegen. Wenn die Server am anderen Ende der Insel sind. Der Welt.
Ja, und jetzt sind wir im nächsten Gebiet. Sieht spektakulär aus, nichts Besonderes. Aber hier gibt es Stufe 4 Stein. Oh, ist er schon. Na gut, wir gehen weiter. Und ich werde auch hier nicht, ich werde hier nicht wirklich rund reden. Ich werde hier nicht wirklich viel reden. Ich werde es heute eher gechillte angehen und ich glaube, ich werde wieder Musik anmachen, wenn es so weitergeht. Also Ingame-Musik abschmeißen hier, guck mal. Machen wir es weg hier. Und wir nehmen hier unser DJ. Besser. The Dragonborn comes. Nicht S? Okay, gut. Believe the Dragonborn comes. Hier, komm ich. So, nee. Oh. Beware the Dragonborn comes. Oh, Stufe 4 Baumwolle oder was immer ist. Hanf, genau. Sorry, Hanf. Ich bin schon still. Seltenes Metall, das kann ich nicht abbauen. Scheiße. Da sind wir weit entfernt, wirklich weit entfernt. Denn das Problem des Ganzen ist, wenn wir Stufe 4 Sachen abbauen, brauchen wir Stufe 4. Also oh. Oh. Rein Shadow Dragon. Guten Tag, guten Abend und wir sehen uns. Hallo. Danke sehr und wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin nicht zu komisch. Na gut. Vielen Dank und das Problem ganz nachher ist, wenn wir hier zum Beispiel auch Stufe 4 Sachen oder so, wenn wir das auszubilden. Guck mal hier. So, Stein, hier, guck mal. Wir können das benutzen, ne? Stufe 3 können wir benutzen. Guten Abend, Ryan Shadow Dragon. Guten Abend, wunderschönen guten Abend. Dragon übrigens, wir haben auch ein Lied, das Dragon geht, aber das ist was anderes. Wenn wir hier zum Beispiel Werkzeug, Abbaustufen, ne? Wir bauen jetzt Steine ab. Da haben wir hier. Oh, nee, Kupferz, aber gut, wir sammeln hier zum Beispiel Stein ab, ne? Dann haben wir hier leeren Ball. Sie sind extrem, aber, das ist nun mal so. Jetzt ist das Problem, wenn wir zum Beispiel, ich sag mal so, hier können wir schon eine Stufe 4 Hammer herstellen, ne? Wir können Stufe 4 Hammer herstellen, da ich genügend Stufe 3 Hammer, den wir hier freigeschalten haben, erstellt habe. Das heißt, ich habe hier genügend Ruhmpunkte gemacht. Klar, ich bin schon Stufe 1, das heißt, ich habe Level 1 schon gemeistert. Und daher kann ich Stufe 1 hier benutzen. Geht auf Stufe 10, 30 bis 60, 100. Und das teilt dann hier auch noch auf. Das heißt, man kann sich zusätzlich zu den handwerklichen Sachen dann noch richtige Kleider zu holen. Ne? Das heißt auch hier Mütze und hast nicht genug. Das ist auch nur herstellen. Benutzen, diese benutzen können, ist wieder ein ganz anderer Ort. Das ist so extrem. Das ist nur das Herstellen hier. Benutzen ist dann anderswo. Das ist dann wirklich, wenn wir hier das hier haben. Guck mal hier. Nutzbare Gegenstände. Das heißt, wir müssen hier leveln 30.000 Punkte, damit wir auch irgendwie die benutzen können. Wir können die zwar herstellen, aber nicht benutzen. Und eventuell ist es nun mal so, dass wir Sachen herstellen müssen, die uns die Materialien fehlen, die wir nicht mal verarbeiten können, da uns das Verarbeitungsskill fehlt. Wir auch noch trainieren sollen. Und das ist, es ist komplex aufgebaut. Und das hängt nicht, das geht noch nicht, das geht noch viel weiter. Hier beim, ich hab, nicht schon wieder. Verfickte. Nicht schon wieder! Die haben immer noch DDoS-Attacken. Immer noch. Und ich. Es ist trotzdem.
Wieso machen wir das? Aber gut, es gibt Grundsätze dafür. Das Spiel ist extrem komplex von der Aufgabe her. Also nicht vom Spielverlauf her, nicht vom Spiel, ich muss nichts. Aber vom Skilltree halt, ne? Von diesem, wie auch immer das Ding heißt da. Ist schon. Das ist geil. Ist, wenn wir im Startbildschirm landen. Oder das Spiel müssen wir gleich abbrechen. Keine Ahnung. Ne, guck mal, wir sind drin. Das ist auch geil. Na gut. Auf jeden Fall richtig komplex, denn. Hier ist wieder die ganze Sache. Hier können wir es benutzen. Und da hinten müssen wir den Skill zum Herstellen machen, ne? Und hier unten ist auch genau gleich mit dem Material, also mit den, ich gehe hier auch ein bisschen auf Farming. Farmen ist hier wirklich ein Riesending. Ohne Nahrung kommst du nicht weiter, denn wenn du Sachen weiterverarbeitest, ich habe einen Lag. Scheiße. Gut. Aber nicht mehr, guck mal. Wenn du jetzt Sachen weiterverarbeitest, brauchst du Leute. Und die Leute brauchen... Weich. Die Leute brauchen auch Nahrung, dass sie weitermachen. Und das ist ein riesen Endlosschwanz, was wir haben. Man muss so viel beachten und sorry für das, aber ich kann nichts dafür. Das ist doch ein Fluch und ein Segen. Wenn ein Spiel neu ist, muss man das irgendwie DDoSen, wieso? Da gibt es solche Leute, die das machen, wieso, warum? Ich begreif's nicht, das tut doch allen nicht gut. Welch? Scheiße. Wieso denn nicht? Jetzt geht's wieder. Warum? Wenigstens gibt's gute Musik. Stufe 4! Sorry, wirklich, es ist eine Katastrophe hier. Teilweise. Am Nachmittag ist es noch schlimmer, da kommt man gar nicht rein. Weil Leute, immer so, es gibt eine Gruppe, die dossen. Guck mal hier. Oh, scheiße. Und das ist echt doof. Ja, Twitter wieder. Ja, genau, auf Twitter haben sie wieder geschrieben, die Entwickler, es ist nicht möglich wegen Attacken. Warum überhaupt? Ich begreife es nicht. Warum machen Leute sowas? Haben wir irgendwas an der Schüssel oder so? Übrigens, ich lese gerade noch was von meiner Freundin, ne? Aber nicht. Genau, wir müssen wieder einloggen hier. Das regt mich langsam wirklich auf hier. Gehen Sie in Sekunden wieder. Klar, mich überladen, wenn ein Ochse weg ist. Was sind noch 20 Leute online? Auf dieser Region. In dieser Region sind 20 Personen, ne? Ein Unterschied. Naja. Ist nicht das Schlimmste im Leben. Man kann sich darüber aufregen, man kann es einfach so hinnehmen, wie es ist. Naja, um die Stufe 4 steigen, daher baue ich es echt langsam ab. Nicht wundern. Bin ich wirklich der Hengst im schnell hochskillen. Ich skille alles, aber nicht irgendwie, sagen wir so, nicht fokussiert. Sollte man machen, aber ich glaube, es ist eher besser, bisschen ja, halt viel zu machen und das langsam und bedauern. Nicht, was sag ich hier doofes Zeug? Langsam und behutsam. So, ne? Entschuldigung.
So, bam, 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 bam. Das lohnt sich wirklich echt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer, wenn ich das Ding spiele, hier ein bisschen streamen soll, einfach nebenbei. Weil, wie soll man so, machen tut man hier eh nicht, wenn man alleine ist. Wenn man zum Beispiel so zwei zählt, können wir eh noch Dungeon machen und dann ein bisschen, und daher auch nur ein bisschen langsam. Oh, guten Abend, meine guten Damen und Herren. Hallo, Zeron und, Dever Priest oder Priest oder wie man nennen darf. Danke so, hallo, herzlich willkommen, ne? Wundersamen, schnieke Damen und Herren. So. Da. Ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja erst Zeit. Wir hatten heute erst drei Ausfälle. Wir sind drei mal kurzen Down. Meld dich. Kein Problem. Und weiter geht's. Ist eigentlich noch ein. Ich find's mit der Elder Scrolls Musik im Hintergrund echt schön. Oh. Hä? Wo ist denn das? Na gut. Wir müssen eine Stufe 3 Stein haben und Stein haben wir. Naja, nicht sogar viel. 30 Steine am Ende weg. Können wir daraus machen. Das reicht nie und nimmer. Wir können ja auch die Stufe 2 Steine auch upgraden für 3:1, ne? Und das kann man auch so rum machen. Aber es ist echt doof. Aber hier finden wir ja. Oh, guck mal. Ja, das ist doch gut. Stufe 3. Übel gern gesehen. Ich weiß, ich bin eigentlich so ein bisschen am Anfang, ne, des Ganzen. Und ich bin eigentlich nicht der. Sag mal so. Ich als Let's Player bin auch nicht wirklich der Streamer so gesehen. Und klar, ich mache schon über ein Jahr. Mit euch, glaube ich, zwei Jahre? Ich glaube 2 Jahre. Ja, ja, kann gut sein. Und, hast du schon T5? Das ist eine gute Frage. Nein. Ich hab hier nichts. Ich bin auch ein bisschen, sag mal so, ich hab angefangen, glaube ich, vor einer Woche. Ich glaube, ja. Und, ich bin ein bisschen am rumskillen. Ich weiß noch nicht wie, weil wir sind, oder sag mal, ich bin ja, jetzt im Auftrag eines Discords unterwegs mit dem Namen Stammtisch, eine Gilde zu gründen, die Stammtisch heißt, und da kommen Leute halt hinzu von dem Server, von dem Discord, und das wird dann ja eine schöne grüne Wiese, die man so schön nennen darf, und ich habe halt wirklich viel Geld da reingeballert, halt wirklich schnell die Guildinsel und alles hier hoch zu machen, und da habe ich eher gesagt, ein bisschen darauf, hallo, ich will doch abbauen, ja. Und darum eher das ein bisschen gemacht. Aber T5 bin ich noch nicht. Ich bin eher nochmal so auf die Stufe zu T4. Ja. Ist langsam echt, naja. Aber ich bin noch nicht so jemand, der jetzt schnell hochleveln muss oder so. Mir gefällt auch nur das Rumsuchen, weil inventarmäßig, boah, geht da schon was rein in den Esel oder in den Ochs. In den Ochse. Wie ich es einmal vorhin, mein Mitbewohner hat der in würde ich das Game empfehlen. Ja. Ohne aber, ohne wenn und aber. Ohne wenn und aber, ja. Grundsätzlich, ja. Ich find's cool. Auch wenn man jetzt vom Stammtisch herkommt. Ich find's echt genial. Und es ist nicht irgendwie sowas wie, ja, es ist kostenlos und du kannst es geil spielen und bla bla bla. Und im Nachhinein merkst du, ach scheiße, das muss mir, um irgendwas zu erreichen. Also, um irgendwas zu erreichen, muss man dann, sag mal so, Zehntausende von Dollar reinballen oder Euro oder Schweiz oder Pfund oder hast nicht gesehen, was da alles gibt für Währungen. Da kaufst du einmal das Starterpaket. Ich in dem Fall nicht, da ich einen Presse-Key bekommen habe, aber es ist ein anderes Beispiel dafür. Ja, aber, ne gut. Ich musste mir einfach nur Premium dazu kaufen und that's it. Aber ansonsten waren es auch nur 30 Stocken. Es ist nichts für das Spiel. Klar, jetzt am Anfang, auch nach der Beta-Phase, jetzt mit dem DDoS-Problem, klar. Aber welches Spiel ist nicht schon perfekt? Jedes Spiel. Oder jede,
alles, das von Menschenhand gefertigt wurde, hat irgendwo Macken und irgendwo Fehler. Und das ist einfach, und das wird nicht anders. Das wird immer so sein. Es ist nichts perfekt. Wenn etwas perfekt wäre, wäre es ja langweilig. Wenn alle das gleiche irgendwie mögen oder nicht mögen, das wäre ja. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir alles gleich hätten, dann wäre die Welt nicht, wie sie wäre. Dann könnten wir gleich irgendwie eine Matrix dort machen oder so, oder keine Ahnung was. Aber das dauert echt nicht. Und ich finde es schön, so wie es ist. Du, hat da jemand Mondgeruch hier unten oder was? Steffen, 1973. Hallo und herzlich willkommen im Club der Bekloppten. Oder so ähnlich. Eigentlich sage ich nur, wenn man mir folgt, aber ist ja egal. Ist ja egal. Man darf ja hier rumfummeln, wie man will. Ist schon, nein, noch nicht. Und übrigens, ich habe mir vorgenommen, dass ich morgen wieder um 5:30 aufstehen muss, weil Arbeit und so, dass ich rechtzeitig, sag mal so, früh den Stream beende, da es eigentlich ein Spontan-Stream ist. 100% Spontan-Stream. Und ich Samstag wirklich wieder durchstarte mit dem Stream hier von Elbin Online. Wirklich Samstag werde ich durchstarten. Wahrscheinlich wieder 6-7 Stunden. Ja. Ich habe letzte Woche auch wirklich ein bisschen länger gesucht. Ich habe das Spiel. Oder mein Mitbewohner hat das Spiel gekauft. Auf meinen Empfehlen durch und meine. Wie soll man sagen? Ich habe ihm halt gezeigt, hier, boah, da kann man das und dort und dies machen. Und er hat das angeschaut und gesagt: Gut, ich kaufe es mir. Es war dann 15 Uhr, glaube ich. Und bumm, war 22 Uhr irgendwas. Ja. Es ging so schnell. Es ging so weg, die Kacke ist schnell. Und es ist soll eigentlich auch das Ziel sein von einem Spiel, ne? Man soll ja auch so gesehen. Klar, ist es nicht ein Ziel des Spiels, dass man jetzt die Welt um sich herum vergisst? Auch eigentlich schon, ne? Eigentlich ja schon, damit man ja das Ganze halt immer wieder spielt, ne? Aber was ihr mal wissen müsst, der Stream mit einem 27B. Rausgestreamt, da ich noch keine besseren CPU habe, weil ich in 4K aufnehme und 4K spiele, ist es ein größeres Thema, aber das wird auf jeden Fall auf YouTube nachgedonnert, ich glaube gerade heute rausgehauen, ja ich glaube heute doch, Upload, ja, doch, vielleicht könnte sein, weil ich kann ja mit meiner 1-Gigabit-Leitung doch recht viel in schnell hochladen, meine Let's Plays so, wenn man so 5 GB sind in 2 Minuten oben, das ist kein Problem. Aber das Ding hier wird wahrscheinlich ein bisschen größer sein. Das wird jetzt schon um die 20 GB sein. Mindestens. Wenn nicht 30. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Geh weg, TV. Hallo. Oder Gag TV. So rum besser gesagt. Früher hat man auch. Früher als ich angefangen habe, YouTube zu machen. 2010, 2011. Nee, also mit meinem zweiten. Mit meinem ersten Kanal war es 2008. Mit meinem jetzigen, den ich immer noch habe, seit 7 Jahren, glaube ich, da war es ein bisschen anders. Aber damals noch, früher, hat man wirklich immer hinter dem Namen noch TV geschrieben, damit man seriöser wirkt. Weil man wollte sich dem Fernsehen anpassen. Und das Fernsehen war da damals noch so etwas Gehobenes. Und daher wollte man sich da einfach halt irgendwie an... geben. Ja. Und ich weiß, viele sind vielleicht in einer Gilde oder so, aber falls ihr von dem Stammtisch kommt oder auch irgendwo anders her, ist egal, also vom Stammtisch Discord, der gleichnamige Gilde haben wir hier im Ingame. Und ja, wenn wir die ja Spaß haben, kommen wir gut. Rohholz geht auch. Können wir billig verkaufen. So für ein 2er Stück oder so. Alles drin, was man braucht. Ja, das hat es übrigens immer. Ich lese es, glaube ich, jetzt zum 4. oder 5. Mal. Aber geht auch immer. Gerne. Gut so. So, bisschen abgefarmt hier. Alles gut und recht. Und eigentlich läuft das Spiel seit... Gut. Wir hatten 3 bis 4 Mal, glaube ich, ein bisschen ein Problem mit den Verbindungen. Aber alles andere ist okay gelaufen. Ist ja kein Problem. Und die DDoS-Attacken sind auch eher gesagt morgens bis mittags und nachmittags. Am Abend eher weniger, bis dann eher wieder so um 23 Uhr bis 24 Uhr, ne? Und ja.
Und ich weiß genau, wie sie da rauskommen. Ich habe gestern schon gesagt, ich will nur bis 21.30 Uhr, habe ich gestern gesagt. Ne? Mein Mitbewohner will ich hier zocken. Dann wurde es 23 Uhr. Das geht die Zeit so rasend schnell vorbei. Wo ist der Cursor bei? Und bei so vielen Bildschirmen komme ich eigentlich nicht mehr klar. Also, es ist schon cool wegen dem Platz. Ich muss wirklich noch einen dritten und dann auch eventuell, sagen wir mal, drei Bildschirme ist ein Muss bei mir. Ich habe nur zwei und das ist echt problematisch. Die Programme sind so klein dargestellt, das ist und überlappt, das ist nicht mehr normal. Und ich muss mir echt noch einen dritten Bildschirm holen, ansonsten ich werde bekloppt. Ich werde echt bekloppt und das darf schon sein, aber ich glaube, da müssen wir andere Sachen machen, die... Ja, ich will kein Multi-Irgendwas haben, dass man dann auf dem gleichen Bildschirm irgendwie per Hotkey irgendwie mehrere Bildschirme haben kann. Das ist doof. Ich muss alles im Blick haben, alles im Blickfeld. Der vierte Bildschirm wäre noch cool, wenn man so als Kontrollbildschirm oben noch nur OBS laufen hat. Das wäre schon ziemlich geil, aber muss es nicht unbedingt sein, ne? OBS muss nicht so riesengroß sein. Komm mal. Ich muss wirklich sagen, die Musik hier passt auch zu Ingame. Das ist nicht die Ingame-Musik. Das ist The Elder Scrolls-Musik, ne? Das ist nicht Ingame. Oh, ihr Affen. Jetzt elementar, könnte ich irgendwie, also bessere Namen, nein, aber jetzt elementar, Hengst oder Gerd oder was auch immer. Oh. Hab ich das angesagt? Keine Ahnung. Ist mir auch schleierhaft. Tatsache, ich lebe noch, hallo! Ja, Anna, wie geht's denn so? Ich glaube, Anna. Nee, nicht Anna. Nicht Anna. Das war die andere Dame. Fuck. Wie? Oh. Naja. Sorry. Naja, ein bisschen sammeln geht auch. Wir haben hier Sammelwut am Start. Oh, okay. Offiziell von Twitter wieder Server online. Na gut, ich denke mal, das muss so sein. Ist ja gut, Pömpel. Ich weiß, wer du bist. Ja, eben genau die andere. Nicht Anna, sondern Jenny. Wow, Musik. Hallo, darf ich mal kurz bitten hier? Und wir farmen jetzt mal eine Runde ab. Wir müssen eigentlich zinnen, wir müssen nicht Erz abbauen, wir müssen Steine abbauen, aber... Na gut, wir müssen unsere Gildenhalle verarbeiten. Aber, na gut, wir können schon 50... Wir können schon ein bisschen was machen. Ah, scheiße. Mein Fuß beziehungsweise unten rumgeschlagen. War das da noch ein Drama? Von was jetzt wie? Von mir oder was? Wegen Namen merken und so. Kann gut sein, ich weiß nicht mehr. Ich bin da raus aus dem Fenster. Ich bin da nicht mehr im Bilde. Im Bilde bin ich im Bilde. Bam, bam, bam. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir echt alles nicht hier, aber ich sammle halt alles, weil Sammelwut und so, ne? Ich sage nichts. Sammelwut, hallo. Oh, wir können es nicht abbauen, wir können es nicht abbauen. Das ist so ein seltenes Ding und wir können es nicht abbauen. Kacke. Naja. Da, ein Discord hat, ich weiß gar nicht mehr. Auf dem Discord, was ist denn das? Welches Drama?
Ich habe, glaube ich, von nichts mitbekommen. Von wegen eigentlich. Übrigens, der Discord ist wirklich ein bisschen lahmgelegt, muss man sagen. Aber ist ja egal. Wir sammeln Steine der falschen Stufe, aber hey! Oh, ist cool. Ja gut. Wir müssen mal an... Und wurde abgegrast. Schon wieder! Yay! Wir grasen, das grasen wirklich alles ab. Man würde wirklich verdrängt. Das waren Rohsteine. Ja, genau. Der steht jetzt Rohstein. Gut, ist eh besser. Habe ich überhaupt mal mitbekommen wegen dem besagten Streit? Um was ging es überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oh. Na gut, dann können wir ein bisschen was machen, aber ich will hier wirklich Samstag jetzt dann eine gute Runde weitermachen. Ich weiß nicht, aber ich muss dann wirklich langsam aber sicher wieder bye bye und ciao sagen, denn es ist wirklich so, ich muss wieder mal ein bisschen länger schlafen und morgen wieder um 5:30 aufstehen. Naja. Ich kann nicht jeden Tag um 5 Stunden schlafen, das wird auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Wirklich, es wird anstrengend, weil ich habe jetzt wirklich schon diese Woche, glaube ich, eher weniger geschlafen. Übrigens, Ryan Shadow Dragon, es kommt am Samstag. Wirklich am Samstag werde ich dann wirklich etwa 5-6 Stunden streamen. Mit Aufnahme ist auch noch auf YouTube habe zum Nachschauen. In einem Stück. Ne? Das mache ich eigentlich immer mit meinen Streams. Ja. Immer eigentlich. Daher, hast nicht verpasst. Und, das kannst du auch nachschauen. Und ich denke mal, wir werden auch nicht mehr machen als jetzt. Aber wir haben dann auch ein bisschen mehr im Inventar. Was ist überhaupt hier für ein Ding hier? Stimmt doch einer, ne? Damaliger Freund. Okay. Ich bin ein neuer jetzt am Start. Ein neuer Hengst des Tages. Darf ich nicht so viel reden. Ich muss mal ein bisschen meine Lippen zügeln. Eventuell. Könnte auch schon sein. Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, einer, der eher ein bisschen viel redet. Oder nicht. Hier bin ich ein bisschen weniger. Also hier im Spiel natürlich, klar, hier kann man nicht viel reden. Hier muss man nur ein bisschen abfahren und abbauen und das kriegen wir auch so hin. Aber ich denke mal, die Neue ist am Start. Lotti 85, hallo und willkommen! Oh. Ich sollte eigentlich irgendwo hinschreiben, Samstag wird weiter gestreamt. Circa, ich habe mal 3, glaube ich, noch Doppellektionen Fahrstunden. Das heißt, um die 17 Uhr, 18 Uhr könnte ich anfangen, ne? Dann irgendwie ist morgens um 3. Wahrscheinlich. Mit ganz viel Energy Drinks. Dann können wir das verlängern dann. Oder halt bis 3 Uhr, ne? Weil ich will dieses Spiel. Das ist ein typisches Spielstream oder ein Streamspiel so gesehen, ne? Und Jenny, du willst natürlich auch, dass er meine Videos oder was, mein Stream oder was immer schaut. Wahrscheinlich eh. Der muss bei dir sitzen und das Ding schauen. Glaube ich. Kann gut sein. Ich find's wirklich genial. Elder Scrolls Musik passt so wie die Faust aufs Auge hier. Jenny, du musst es ihm nur sagen, dann würde er joinen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin nicht Herr der Elemente. Oder doch?
Ich kann Wasser trinken, ich kann Feuer machen, ich kann Pflanzen anpflanzen und ich kann Luft atmen. Ich bin Herr der Elemente, ne? Das ist ganz klar und unwiderlegbar, dass ich es bin. Unwiderlegbar. Es hat mich selbst in die Wunde geschnitten. Tiefer und tiefer und tiefer ins Fleisch. Aber es passiert nur mal, wenn man nicht ganz auf der Höhe ist. Na gut. Ist ja kein Problem. Ich erzähle auch nicht meiner Freundin, dass ich sie im Bett an sie rankuschle und dann Dinge mit ihr mache. Doch, das weiß sie. Das müsste sie wissen. Das weiß sie sogar sehr gut. Die ist dabei und macht auch aktiv mit. Aber ist ein anderes Thema, das gehört noch nicht hierhin. Oder muss ich auf YouTube laden, das ist eh was anderes. Ich find's wunderschön. Bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt, aber es läuft. Ist auch besser, wenn du es nämlich sagst. Das soll selbst drauf kommen. Oder nicht bei frischer Tatatatten. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber Samstag kann man ja auch da aus Dauerschleife auch nicht anschmeißen. Ist es Samstag eigentlich ab? Ich schau mal kurz, ob Samstag so heiß ist oder eher kalt. Gut. Es ist maximal 20 Uhr. Da können wir eigentlich so gesehen die Fenster aufmachen und dann, Joa. Dann halt strömen. Dann geht die Wärme nach draußen. Wir haben die Möglichkeit und den Wille dazu. Und die Kraft. Und die endliche Stärke. Oder so ähnlich. Wir sollten eigentlich ein bisschen Steinstufe 3 fahren, aber macht alles andere. Alles andere hier. Haben wir eigentlich schon so. Alles gut noch. Alles ist im Lot. Oh Mann, wieder einer, der farmt. Also wie ich eigentlich, ne? Ich bin auch so ein Depp, der hier rumfummelt und einfach nur farmt. Hey. Mein Auge tränt schon, ich muss wirklich langsam ins Bett. Das sind Zeichen, dass ich müde bin. Oder übermüde, so gesehen schon. Und das Sir Gante. Oder Sir Gaint. Oder Sir Helen. Hallo, dass ihr kommt. Hä? Serverleck, klar. Naja, Freunde. Ich muss eh ausmachen. Und es ist so, wir werden uns dann Samstag treffen, ne? Samstag um, ich weiß nicht wie viel Uhr, 16, 17 Uhr darum. Und werden dann wirklich, wirklich lange, lange, lange streamen. Das gleichzeitig aufnehmen, dass ihr das dann auch auf YouTube schauen könnt, ne? Wirklich. Sehr, sehr lange. Na gut, wir schauen mal weg hier. Sehr, sehr, sehr lange. Unendlich lange. Und wir sehen uns wieder Samstag. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das ist. Ab 17 Uhr, muss ich sagen. Ab. Plus minus gesehen, irgendwann darum, ne? Ich kann es nicht genau sagen, weil es sehr schwer ist, irgendeine Zeit abzumachen. Aber Samstag wird auf jeden Fall wieder sehr lange gestreamt. Wirklich sehr lange. Mindestens 3-4 Mal länger als jetzt, da das Ding eh schnell übergeht und ich dann nicht irgendwie am nächsten Morgen arbeiten muss. Sondern nur meine Freundin kommt vom Urlaub zurück, genau. Die ist mit den Eltern in den Urlaub gefahren, weil das letzte Mal und weil halt kostenlos Urlaub ist. Kann nicht jeder haben. Und daher, ja, haben wir das so entschieden. Und wir sehen uns Samstag wieder. Wunderschönen guten Abend, wunderschönen gute Nacht und viel Spaß, ne? Ach du, das geht auf YouTube. Das wird gleich auf YouTube hochgeladen. Dieses Stream werde ich wirklich, wenn hier
wenn ich hier Stopp klicke, auf YouTube hochgeladen und dann könnt ihr schauen. Klar, dauert es ein bisschen länger, bis 4K verfügbar ist, aber was immer mehr haben, ist nur eine Stunde. Gut, meine Freunde, wir sehen uns bis Samstag und viel, 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 viel Spaß. Irgendwie haben wir was vergessen. Na gut, meine Freunde, wir sehen uns. Bis dann. Ciao und tschüss.